Wir befinden uns hier in Berlin-Hellersdorf in der Zossener Straße, wo mit Hochdruck an dem Bau einer neuen Flüchtlingsunterkunft gebaut wird, wobei es sich hier gar nicht um eine normale Unterkunft für Flüchtlinge handelt, sondern um Wohnungen für geflüchtete Menschen. Und man kann schon sagen, diese Wohnungen haben schon einen Luxuscharakter. Während hier der Senat mit Hochdruck arbeitet und viel Geld ausgibt, wartet die Kiekemal-Grundschule in Mahlsdorf dringend auf einen Ergänzungsbau für die Schüler in Mahlsdorf. Diese Schule ist vollkommen überfüllt, braucht dringend einen Ergänzungsbau. Aber leider lässt sich der Senat da sehr viel Zeit, während er hier mit Hochdruck an der neuen Unterkunft baut. Hier sieht man ganz deutlich die Prioritäten des Berliner Senats, die definitiv nicht bei der Bildung liegen. Und wir als AfD lehnen das kategorisch ab.